Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Wir gucken mal ganz kurz im Spind, was gibt's da Schönes? Nee, gefällt mir nicht so. Ja, der auch nicht. Ja, das ist langweilig. Was ist das für einer? Okay. Nee, mir gefällt hier gar nichts. Wieso habe ich hier ein schwarzes Board? Nee, ich habe das Zone Wars Board. Sehr schön. Ich muss hier noch eine Herausforderung abschließen, wie man sieht. Erhalte Kondition. Ich brauche noch 142. Das heißt, wir gehen einmal bei Solo rein. Vorneweg. Ihr braucht nichts erwarten von mir, dass ich jetzt hier 20.000 Kills mache oder so. Ich bin der totale Noob, auch wenn ich schon im Spind hier einiges besitze. Das sind aber hauptsächlich Skins vom Season Pass, außer... jetzt muss ich lügen. Außer die dort und die, den dort, die habe ich mir so gegönnt. Sowie ein paar andere Sachen hier oben und an Tänzen. Ja, ich bin froh, wenn ich überhaupt mal ein oder zwei Kills mache und unter die Top 10 komme. Aber heute geht es hauptsächlich darum, die Aufgabe zu lösen. Das heißt, wir müssen uns entweder abschießen lassen und uns wieder heilen mit Medikits oder wir lassen uns einfach ganz easy vom Sturm erfassen und heilen uns dann wieder hoch. Das heißt, ich brauche 100er Medikit und 2-3 Bandagen. Das müssten wir hinkriegen in der Solo-Runde. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So, na dann, komm, lade mal. Ach, komm, ich warte. Du kannst Bäume, Felsen und Gebäude auch zerstören, indem du auf sie schießt. Das wissen wir doch. Hehe. Hehe. Kurz ein paar Leute abgeschossen hier. Haha, hast mich nicht gekriegt. So, wo fliegt man hin? Am besten wäre ja Lonely Lodge. Oder Junkie. Nee, Junkie. Tio, ach, leck mich doch am Hintern. Aber bei Sunny Steps gibt's auch immer guten Loot. Ich flieg hauptsächlich immer bis zum Ende. Denn ich möchte nicht am Anfang runterspringen und gleich nach 0 Kills sterben. Das möchte ich wirklich nicht. So, wenn jetzt hier allerdings einer hinfliegt, mach ich kehrt und flieg woanders hin. Aber hier scheint keiner zu landen. Das ist schon mal positiv für uns. Und da haben wir schon die erste Truhe. Ja, und nur Crap bekommen. Schön. Hier unten geht's rein. Na, hier gibt's nichts, außer ein bisschen Muni. Ja, dann nehmen wir das. Und das nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Oh, und ich bin in der Zone.
Ganz kurz. Das kommt dahin, das dahin und so. Na, das ist nicht so schlimm. Die wird dann später wieder geheilt. Die müssen wir ja heilen. Das sind noch ein paar Bandagen. Eine Granate brauchen wir nun nicht gerade wirklich. Munition ist immer wichtig, immer mitnehmen. Egal was ihr spielt, ob Solo oder hier, na, schieß mich tot. Genau, ihr wisst Bescheid. Ach, Mann, Gruppenkeile. Das ist alles scheißegal. Hauptsache, ihr nehmt Munition mit. Glaubt mir, das ist wichtig. Oh, das sieht doch hier hinten schon mal nice aus. So, den Enterhaken von Batman nehme ich mit Absicht mit, damit ich mich wegziehen kann, falls einer kommt. Wir spielen einfach mal feiges Hühnchen. Ich will hauptsächlich die Aufgabe erledigen. Da können wir jetzt auch schon mal anfangen. So. Und da haben wir schon mal ordentlich Damage einkassiert. Ja, ihr seht es hier oben. Es steigt langsam an. Hundertfünfzig haben wir schon. Ja. Oh, die ist besser als die blaue. Wir gucken noch ein bisschen rum. Wir sind ja hier auf jeden Fall safe. Die haben wir leer gemacht. Okay. Hier oben gibt es nichts Interessantes mehr. Wie viel brauche ich jetzt noch? Ja, knapp 100. Was haben wir da unten? Ah, Baumaterial. Kann man jetzt schon die nächsten heilen? Ja. Lol, nur 9. Alles klar. Munition, wie gesagt, immer gut. Das Schild gönnen wir uns jetzt aber auch mal. Falls uns jemand überraschen sollte. Obwohl nur noch 25 leben. Die werden sich aber, wie gesagt, jetzt alle hier treffen. Da haben wir es noch gut, oder die treffen sich hier irgendwo. Was? Ich bin fertig? Jo, Aufgabe erledigt. Das heißt, wir könnten losziehen. Fallen lassen, dann brauchen wir die nicht mehr. Da holen wir uns jetzt noch ein Sturmgewehr, wenn wir eins finden. Das ist bloß ein Jagdgewehr. Das gefällt mir nicht so. Das ist ein Einzelschussteil.
Jetzt noch eine schöne goldene Scar wäre nicht schlecht. Rennt. Oh, hier unten ist auf jeden Fall einer. Oder der ist schon wieder weg. Das ist jetzt, ja, ich würde den gerne sehen wollen. Ah ne, der ist wieder weg. Der hat sich hier hochgebaut. Da ist er. Da war er weg, der Arsch. Es leben halt nur noch 12 Mann. Interessant. Ich habe viel zu wenig Baumaterial. Ich weiß, du bist hier hoch. Und ich weiß auch, du bist hier runter. Ah, hier haben sie schon gekämpft und da ist eine goldene Sniper. Die hätte ich jetzt natürlich gerne. Fallen lassen. So. So, drinnen sind wir in der Zone. Aber wo verstecken sich die anderen? Ich höre jemanden. Okay, das war's mit der Runde. Ihr habt's gesehen, ich bin totaler Vollnoob. Ich komme nicht klar mit Bauen, Schießen. Ich frag mich, wie die anderen das machen. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie man das hinkriegt, so schnell zu bauen, Waffe wechseln und schießen. Also, ich krieg das nicht hin. Auf jeden Fall haben wir uns hier wieder was Schönes verdient. Und heute Abend oder Nachmittag kommt ja die nächste Aufgabe raus. Da bin ich mal gespannt, was die da sehen wollen. Oder was man machen muss. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und, ja. Kurz ein bisschen das Aussehen ändern hier. Schreibt mir in die Kommentare, wie man so schnell bauen und schießen kann. Und so hin und her switchen, weil das würde mich echt interessieren. Ansonsten war's das mit der Runde Fortnite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.